Hallo und herzlich willkommen zum Spiel Tower of Fantasy. Ein MMO-Game, was ich vor kurzem so ein bisschen entdeckt habe. Das Spiel selbst ist seit dem 16. Dezember letztes Jahres draußen und auf Steam. Erst seit dem 20.10. dieses Jahres. Should I catch some fish? Ja, genau. Und ja, wir schauen uns das mal an. Vielleicht ist es ja für die, die Genshin spielen, eine kleine Alternative, um mal vielleicht auch mal von Genshin mal eine Pause zu machen. Ob das dementsprechend also ein Alternativspiel wäre. Vom Ding her, ich habe es ja schon ein bisschen angefangen, die Einführung und den ganzen Kram zu machen. Und Are you hungry? Should I catch some fish? Und ja, die Charakterherstellung, die ignorieren wir mal jetzt ganz gut, die ist relativ umfangreich etc. Also das ist, man kann da einiges Charakterherstellung machen, aber das überspringen wir mal, weil sonst wird das einfach zu viel. So, Simulacrum. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, da sind die ganzen Charaktere. Das ist auch wieder mit wie man das auch von Genshin im Endeffekt kennt, mit den Gegnern dann auch. Von wegen Wasser und Strom, Elektronik, also Strom und so weiter, Anfälligkeiten. Das ist dann dementsprechend, ja, wahrscheinlich eher so Waffengebunden. Hier sieht man auch schon, dass das jetzt Stromwaffe ist. Die habe ich vorhin bekommen. Ich habe sie hier auch vorhin freigeschaltet bekommen. Mein ursprünglicher Wanderer nennt sich das, oder Wanderin, wie auch immer, war ja dementsprechend, ich entferne einmal, die habe ich nicht durch den Charakterherstellungsdings erstellt, sondern das ist eigentlich die ursprüngliche Form. Kann man auch nehmen dementsprechend, man sieht aber, dass es sich hier tatsächlich, sobald man die Waffe angelegt hat, die Werte oder die Fähigkeiten, das, weil es halt die Waffe ist, von ihr hier übernommen wird. Auch wenn man das Aussehen, das ursprüngliche Aussehen hat im Endeffekt. Gibt dementsprechend hier auch Sets, kann man sich dann auch anlegen. Oh, vom Ding her, ich will einmal aktivieren. Lass das mal kurz mal so drin. Genau, die Waffen kann man entsprechend leveln, wie man das auch so kennt, verbessern und so weiter. Sonderbestellungen, das sind, ja, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, sind das halt Aufträge, also im Endeffekt wieder dieses Gacha-System, was hier ja so die Genshin spielen auch kennt. Aber es gibt dementsprechend auch Prüfungen etc. Das werde ich alles machen bei Gelegenheit noch. Genau, ich habe hier jetzt einen so einen Teil. Wir können ja mal einmal so einen Auftrag machen. Kampfklinge. Okay. Also, vom Ding her, wie das aufgemacht worden ist, finde ich das sogar viel hübscher als bei Genshin. Und da wieder zurück. Da müsste die Waffe jetzt auch auftauchen. Dann kann man es scheinbar dementsprechend, wenn man Waffe hat. Das ist dann das, nee, das wurde umgewandelt wahrscheinlich, jetzt so wie es aussieht. Oder ja, das sieht was so aus, ne? Ich will mal kurz mal was gucken.
Ja. Also das wurde im Endeffekt umgewandelt, weil ich ja schon, ich glaube, das ist die Klinge, weil ich die ja schon habe. Mal kurz. Ja. Genau. Das ist nur die eine Startwaffe. Die hat man vom Start her. Und auf Stufe 3 schon abgedatet. Aber wir wollen mal die hier einmal verbessern. Damit ihr es auch einmal gesehen habt. Ja, Lager ist Waffenshop, okay. Kann man dementsprechend bisschen was kaufen. Gucken wir uns gleich mal kurz mal an, da war ich noch nicht drin. Genau, Training kann man dementsprechend machen, auch. Bekommt dann, denke ich mal, auch entsprechend Belohnung. Ja, Erkundungstraining, Waffenprüfung. Wollen alles noch schön machen. So, mit der Alt-Taste kriegt man die Maus. Also nur den Mauszeiger zu sehen. So, dann Are you gibt's hungry? hier. Should I catch some fish? Habe ich gestern noch nicht reingeguckt. Das gucke ich jetzt gerade aus dem ersten Mal jetzt rein. Belohnungen, mal gucken. Tag 1. Stufenpaket. Kann ich auch abholen. Und gibt es dementsprechend auch einen Pass. Ah. Okay. Ich habe es gerade kurz gesehen, wie er geladen hat von der chinesischen Währung auf Euro. Okay, das heißt, man kann dieses Tanium, das ist dann Echtgeldwährung, kann man dann da so ein bisschen kaufen. Jetzt gucken wir doch mal im Tagekauf, sieht die Vorratskiste. 2646. Das sind weit über 30 Euro auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Lust zu rechnen. Okay, Vorrat für Vorrat. Okay, Vorrat für monatliche fast 30 Tage Dauer kann mehrmals gekauft werden. Interessant. Gibt's 300 Tanium beim Kauf und meldet täglich an für jeden Tag 100 dunkle Kristalle. 50 Veron und eine zufällige Truhe. 4,99 €. Neulingsvorräte. Abenteuerpaket 4,99 €. Verbesserungspass. Da gibt es einen Wanderer. 9,99 €. Okay. Da ist noch so eine Belohnung noch versteckt gewesen. Also man sieht es dementsprechend. Es gibt auch die Möglichkeit reinzucachen. Oh, Discord Event. Neue Spieler erhalten Nitro einen Monat lang kostenlos. Besonderes TOF. Ortab-Paket für alle Nitro-Mitglieder. Okay. Ja, das Spiel hat dementsprechend auch gut Content haben im Endeffekt. Wird auch nie großartig ausgehen. Also es soll dementsprechend immer mehr kommen. In China sind die schon ein paar Versionen weiter. So. Ich empfehle tatsächlich, ich habe zwar am Anfang ganz kurz mal mit Gamepad gespielt, würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Da ist die Kontrolle, gerade wenn das kämpft, ist nicht so gut. Weil man gleichzeitig mit der Sicht und so weiter noch ein bisschen. Es kann aber sein, dass es eine Einstellungsgeschichte ist. In den Einstellungen, da habe ich noch nicht nachgeguckt, aber ich würde es nicht per Gamepad spielen. Bei Maus und Tastatur ist das eine einfache Sache, gerade die Einführung. Interessanterweise, welche Tasten man drückt und man spielt mit dem. Are you hungry?
Should I catch some fish? Mit dem Gamepad, dann wären die Tasten vom Gamepad nicht angezeigt, weil wenn es aufblinkt, drücke dieses, drücke dieses. Das wird von der Tastatur nur angezeigt. Nur an der Seite, hier an der Seite, wo jetzt Angriff, Springen, Ausweichen und so weiter steht, da waren die, die Tastenbelegungen korrekt. Aber wenn da jetzt steht, von wegen hier drücke, keine Ahnung, C, weiß jetzt nicht, ob das gibt, dann weißt du das am Gamepad nicht. Weil du nicht weißt, was im Endeffekt C ist, dann musst du extra nachgucken im Endeffekt. Deshalb würde ich empfehlen, tatsächlich auch mit der Maussteuerung, das ist viel einfacher, das mit Tastatur und Maus zu spielen. This set of simulation equipment is the latest invention of Hycros. It will better assist you with the coming combat scenarios. The simulacrum system was developed by Hycros. It converts a host's personality and behavioral data into AI algorithms and stores them in specific modules within the database. Also ist das, was ich vorhin gezeigt habe mit dem Simulacrum-System. Ne? Das wandelt die Persönlichkeit und die Verhaltensdaten bla 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 um. Also, der Algorithmus speichert einen Teil der Persönlichkeit und Erinnerung des Wirts, um ihn damit im Kampf unterstützend zu leisten. Der Wirt ist der im Endeffekt, den ich als erstes hergestellt habe, in der Charakterherstellung dann. Und startet übrigens immer mit dem gleich, ganz am Anfang mit demselben, sei es weiblich oder männlich, vom Aussehen her, dieses Charakterumstellung kommt dann am Anfang mitten im Spiel. Zuerst kommt ein bisschen Gelabere und so und dann und ein bisschen machen und dann guckt man dann entsprechend dann automatisch logischerweise hin. Also ihr habt jetzt auch... I couldn't contact you just now. I got the power source, but there's something I have to take care of. I'll be back as soon as I'm done helping the scrapper. Okay, stay safe. Also wie man auch gerade gesehen hatte, wenn wir uns da unterhalten haben bei dem Shotbot, war ich wieder die Ursprungsperson. Ich habe hier diese Wegweiser-Geschichte eingeschaltet. Kann man auch ausschalten. Man wird auch gefragt. So, man kann auch ein bisschen Wildfleisch. Ach, das kann man heben, ne? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die immer platt gemacht. Probier mal. Oh. Passworttruhe? Was ist das? Entschlüsselungssystem? Ich glaube, diese Dinge habe ich im Inventar, ne? Something good. Kann auch forcieren, scheinbar. Das Ausweichen kann man entweder mit Shift machen oder mit der rechten Maustaste. Und man sieht auch dementsprechend, dass das ein MMO-Game ist. Also hier hast du, also im Vergleich von Genshin hat man das ja nicht, da sieht man Leute nicht. Aber hier sieht man auch dann die anderen Spieler. Was mich so ein bisschen nervt es so, dass es so kleine Mini-Lags hat, obwohl das liegt nicht an mir, das liegt am Spiel, glaube ich eher, weil ich habe extra die FPS oben, ich habe max 60 grundsätzlich drin, also ich habe immer begrenzt auf 60. Geographical scan activated. Planning route.
Kann auch wunderbar, wenn man springt. Und wirklich. Ihr seht ja auch einer unten. Okay, das sind die Schwarz-Dings, das sind dann die, kann man auch wieder, also im Endeffekt kennt man das ja, ne, von Genjin. Ja, wir bekommen am Anfang, habe ich auch gelesen, relativ viel. Wie man sieht. Schaltet Fahrzeug frei. Also es gibt hier dementsprechend auch Fahrzeuge. Wieso sehe ich jetzt anders aus? Will gar nicht anders aussehen. Und das vorher besser. Keine Ahnung, was das hier mit der Vorbestellung zu tun hat. Ich habe nichts bestellt oder nichts gekauft. So. Also ich habe nichts reingecashed bisher. Na, wir haben 20 von den Dingern. Oh. Sehr schön. Ich kann natürlich auch überspringen. Dann sieht man das gleich. Ja, hier. Okay, sehr gut. Machen wir das gleich nochmal. Das ist das hier, Schwarzmarkt, Geheime. Haben wir auch noch, also durch die ganzen Dings, das werde ich aber jetzt nicht im Video machen, fürs Video machen, mal schauen. Also man bekommt am Anfang scheinbar viel reingedrückt, also viele Sachen. Please look forward to my performance. Okay, Fernkampf, ne? Das ist ein Bogen, glaube ich. Okay. Ehrlich bin, gefällt mir das nicht mit dem Bogen.
beide schon ein Treffer, ordentlich Schaden. Ich glaube, das ist eine Übungssache. Stand by. Geographical scan activated. Planning route. The gatherers are returning. I'm most grateful for your assistance. So, kommen wir jetzt einmal auf die Karte. Hier seht ihr Fortschritt auf der Karte entsprechend. Und ja, ist relativ groß, wird der sicherlich noch größer werden, weil, wie schon sagte, in China sind die ein bisschen weiter. So. Raumriss für ein zuvor aktiviertes Raumriss, um zu reisen. Genau, es gibt Raumrisse, wo man dann dementsprechend reisen kann. Hier gibt es übrigens auch Fallschaden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei Genshin Fallschaden gab oder gibt. You're back. Did everything go smoothly? Ich nicht mehr so in Erinnerung. I hope the power source is still intact. I have faith in you. Now I can repair this old hunk of junk. Oh, you must be hungry after all that tough work. Franz left his. You can put ingredients into the pot and make a delicious dish. So, hier kann man ein bisschen angeln. Sozusagen. Das wird viele freuen, die Angeln hassen. Weil das einfach nur so ein Nehmen ist und so. So, wir wollen mal kurz mal kochen gehen. Oh, kann man doch mal machen, das ist extra schön für live. Wäre dann mit der F12-Taste im Endeffekt. F2, sorry. Kann man auch wieder mit Alt und dann kann man das auswählen. What it really looks like. Shall we go inside? It's too risky. We'll be fine. I told you it's dangerous out here. I just wanted to help. Help? You're only giving me more trouble. But I... There is no but. Go back immediately. Without my permission, you can't... I... Shirley! So... Dann habe ich euch meine kleine Einsicht in das Spiel gezeigt. Hier werde ich auch tatsächlich Schluss machen. um auch nicht so viel zu spoilern dann. Ja, ist die Frage, ob das dementsprechend so ein bisschen Genshin-Ersatz dann ist, wenn man von Genshin keine Lust mehr hat so, oder Pause machen will. Dass man dann vielleicht tatsächlich ein MMO-Spiel spielt,
wo dann auch andere Spieler dann auch sichtbar sind, wie wir das vorhin gesehen haben. Ich meine, das war ein anderer Spieler, der sah nämlich aus wie ich. Weil man bekommt den halt als erst, oder man bekommt die halt als erstes. und ja. Ja, schreibt gerne eure Kommentare. Tower of Fantasy und Genshin gerne den Vergleich mal. Und mal reinschreiben, was ihr so haltet. Es ist halt ziemlich ähnlich, das Ganze. Und kommt auch noch viel Content dazu, scheinbar auch noch. Also, wenn man so einen Blick Richtung China wirft, dann da kommt noch einiges, so wie das im Endeffekt, so wie man es mit Genshin kennt, dass es auch nach und nach immer größer wurde und immer mehr wurde. Und ja, und ich da nicht hinterherkam. Ich habe auch zur Zeit lang gespielt, aber irgendwie nicht mehr so dann. Ja. Dann würde ich mal, ihr seht unten ja auch die UID gerne, also die ID-Nummer da unten. Könnt auch gerne Freundschaftsanfragen schicken, wenn ihr wollt. Alles kein Problem. So habe ich das auch nicht ausgeblendet oder weggehauen, so dass man das auch noch sehen kann. Ja, kurzer Einblick. Ich denke euch, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und tschüss.